Bevor wir anfangen jetzt mit Edo, mit dem neuen Song, am Montag 19 Uhr werden wir endlich in das X6-Album gehen. Ja, ich weiß, ich hab's ein bisschen, ne, immer... Ja, ich bin schwierig, ich weiß. Also ich muss sagen, Ikone läuft bei mir immer noch hoch und runter. Ne? Hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Song. Wo sind wir hin? 6 Minuten. Holy shit. Produziert von APC und oha, der komplette Rest von ihm... es erinnert mich von dem Klavier her an Kelly Clarkson tatsächlich. Because of You halt, ne? So ein bisschen so in diese Richtung. Aber ich glaube nicht, dass es daran angelehnt ist oder sowas. Wunderschönes Klavier. Okay. Sag mir nur wo, sag mir nur wo, sag mir nur wo. Du hast mich erfroren, ich hab dich verloren. Wo hast das laut? Drunter und drüber und ich... Ja, doch, doch, du hast recht. Die Musik, beziehungsweise Melodie kommt mir auch bekannt vor. Ist doch nicht Kelly Clarkson. Ich will ein bisschen mehr auf den Text achten jetzt. Sag mir, trink an uns, doch ich find keinen Grund. Tropen Regentropfen überfüllen das Fass. Sag, das ist für die Kunst. Ich mal die Lichtung bunt. Überstreich alles, was du einmal warst. Ich mach mich wieder betrunken. 7 Uhr, blaue Stunde. Ich ruf ein Taxi, deine Lichter sind noch an. Ich muss ehrlich sagen, dass mich eigentlich sowas absolut eigentlich gar nicht mehr abholt so richtig. Also ich finde, es gibt einfach viel zu viele Love-Songs, die absolut oberflächlich sind und irgendwie absolut nicht ehrlich klingen, finde ich ehrlich. Und das habe ich bei diesem Song nicht. Es fühlt sich schön an, muss ich ehrlich sagen. Dieses Klavier, dieses pure Klavier, das da einfach durchläuft. Ich meine, mein erstes Heartbroken-Lied, das ich in diese Richtung gefeiert habe, war einfach von Curse, wo einfach auch ein pures Klavier läuft und was es jetzt heißt, der Song, wo es genau um eine kaputte Beziehung etc. geht. Und ich muss sagen, es gibt, wie gesagt, wenig Künstler, die sich an sowas rantrauen. Und ich finde das echt schön bisher, muss ich sagen. Und ich halt meinen Mund, deine Storys sind stumm. Ich hab immer noch Geschichten, die ich hasse. Ich will nicht sehen, wo du bist. Ich will nicht wissen, was du machst. Ich will nicht hören, wen du küsst, wo du deine Lippen gerade hast. Ich will nicht wissen, wie es dir geht. Ich will dich nie mehr treffen in der Stadt. Jetzt gerade, ne? Ey, ist das eine Geige im Hintergrund, die da so ganz leise noch dazu kommt? Man hat wieder dieses Kratzige in seiner Stimme hochgehört. Boah, Junge. Wisst ihr jetzt, warum ich Angst hatte, irgendwie sein Album die ganze Zeit zu hören? Ich kann mit sowas nicht mehr umgehen. Ich kann mit sowas nicht mehr umgehen, mit so einer Musik, muss ich sagen. Ich kann es genießen. So, aber sobald ich irgendwie was sagen will, dann habe ich immer so ein Kloß im Hals, Alter. Das ist bei so Love-Songs selten so, muss ich ehrlich sagen. Eher so bei anderen Thematiken, sag ich mal, so Depressionen und so ein Zeugs, da habe ich halt direkt so ein... aber echt schön. Ich will nicht wissen, wie es dir geht. Ich will dich nie mehr treffen in der Stadt. Ich will nicht, dass ich sehe, was ich verpasse. Der Himmel hängt schief über der Stadt. Da ist ein leerer Platz, wo du früher mal schliefst. Die Farbe verblasst auf den Bildern am Nachttisch. Frag mich, wieso waren wir so lange nicht mehr hier? Ich will es nicht spüren, doch ich glaub, ich vermiss die Art, wie du küsst, die Art, wie du bist, die Art, wie du warst. Wow.
bevor du vergast, was wir... Ey, das ist, ich muss ehrlich sagen gerade, das ist wirklich seit langem der erste Love-Song irgendwie, oder ich will es gar nicht so richtig als Love-Song sagen, so, ja, klar, er redet darüber, ich will dich nicht mehr sehen, ne, wie du, aber ich finde, das hat so einen Vibe, so generell, so vermissen, wisst ihr, was ich meine, so, egal, ob man jetzt einen Menschen verloren hat oder sonst was, so einfach so dieses Gefühl, dieser Vibe ist einfach, finde ich, auf viele, viele Sachen irgendwie beziehbar und irgendwie waren. Wir dachten damals, dass wir schon da sind. Und ich will nicht fühlen, ich will nicht denken. Nein, ich will dich nur verdrängen. Hätte ich dich nie gekannt, wäre es das Beste. Ich sag kein, dass ich dich kenn. Und ich meine die Partys, auf die du gehst. Und ich leg mich schon mit allem, was ich kann. Cause I'm a dead in there and dead in there, don't cry. Ist das nicht Supergirl? Die Melodie? Supergirl von Raymond. Ach, Bruder, da habe ich ja jetzt ewig lange für gebraucht, ne, um darauf zu kommen. Aber gut, ich habe mich auch voll auf das Lied konzentriert, muss ich sagen. Wir so. Und wir sind, wie wir sind. Wir brauchen Zeit für uns selbst. Sag, wie mach ich was vor? Dir selber. Ich bin allein in der Welt, ich bin daheim irgendwo. Es ist Zeit, dass wir sehen. Die Zeit nimmt nicht zu, sag mir nur, wo sind wir hin? Sag mir nur, wo. Sag mir nur, wo. Sag mir nur, wo. By the way, die Geige, die ich meinte. Vorhin. Cause I'm a Supergirl. Oh, wow. Das war wirklich für mich mal was ganz anderes. Also irgendwie von der Erfahrung her, muss ich sagen. Wunderschön. Ich muss sagen, wirklich wunderschön. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, auf dem reinen Klavier, Wahnsinn. Also ich liebe diese Vibes. Es gibt so ein paar Songs in diese Richtung, zum Beispiel Doppelpunkt, Klammer auf, ist auch so ein Love-Song, wo ich sagen würde, so, der hat mich abgeholt früher. Oder von Schissmann zum Beispiel Widmung. Oder 24.12. Das sind auch so Songs, Alter, wo ich sagen muss, so, puh, okay, das zieht mich runter und. Aber hilft auch irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? So irgendwie, ja, es zieht einen runter, aber irgendwie macht es einem meiner Meinung nach so bewusst, ja, dass man noch ein Mensch ist. Es ist ja noch gar nicht draußen. Yeah. Oh, Junge. Schissmann.